Und damit einmal herzlich willkommen zurück zu Part 65 zu Borderlands 2. Zurück zum Showdown. Bin mal gesp. Und zu dem Herumteleportieren. Willkommen zurück zu schlechter Internet Connection Part Nummer 65. Quasi. Hier sind irgendwie sehr wenig Gegner dafür, dass hier welche sein Sind wir sollten. hier schon mal durchgelaufen? Das würde erst erklären. In dieser Session noch nicht. Ha, witzig. Gegner. Oh, Deputy Winger. Und er schieße nicht den Deputy. Wie soll ihn nicht erschießen? Deathtrap wird entscheiden, ob er erschossen wird. Bin ich dafür. Wenn Deathtrap sagt, der Deputy muss sterben, dann muss er sterben. Also hier haben wir Mini-Endboss. Mini-Endboss? Haha. Okay, und wieder zurück. Das war ein packender Ja. Showdown. Schade. Und da sind jetzt auch nicht mehr viele Missionen, damit wir alle Missionen haben. Genau, danach kommen die DLCs. Ja. Welches DLC ist eigentlich das erste Mercenary? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das mit Hammerlock. Das wird Hammerlock? Also das Winter-DLC, das wir gemacht haben, ist auf jeden Fall das dritte. Ich könnte mir halt gut vorstellen, dass das mit Hammerlock, mit der Jagdhütte, das erste sein könnte. Okay. Ich recherchiere das später mal, aber dann haben wir ja schon mal einen Ansatzpunkt. Oh nein, nicht Wetterast! Du's. Ich hasse diese Map. Ich hasse sie. Sie hasst dich auch. Diese Map ist halt alles, was in Borderlands 1 scheiße war. Oh, ich bin fast in den Abgrund gefahren. Okay, mit den Highlights kann ich mich doch. Was? Wie bitte? Wir haben nur noch die Mission in Sanctuary, wie ich gerade sehe. Ah, gut. Man versucht Dann. gerade uns. Warte mal. Man versucht gerade uns zu Terramorphos zu nutzen. Lass uns mal zurückfahren und die Schnellreisestation nehmen. Ich wollte jetzt gerade zur Schnellreisestation gehen. Ich war jetzt kurz vor. Sorry. Weil du wusstest ja, dass hier in. Oh, wie hieß es heute nochmal? Da gab es ja auch eine Schnellreisestation, die wir holen mussten. Ja, das stimmt. Ich bin gleich bei Ellie. Mach es halt so. Wenn du dir die Aufnahme ansiehst, wirst du dich ärgern, wie nah ich an der Schnellreisestation dran war. Ich werde mir die Aufnahme nicht anschauen, um mich nicht zu ärgern. Aber hey, eine andere Schnellreisestation. Jetzt ist die Frage, was für eine Mission haben wir noch nicht gemacht und warum schaltet die sich erst jetzt frei? Werden wir gleich sehen. Los, zeig mal an. Ein mieser Tag in Lynchwood. Also doch noch was für Lynchwood, okay. Ah, jetzt kann ich mir vorstellen, weil das ein An also weil das doch bei Anhängen zu der
Mission mit dem Skeg ist. Weil die macht ja von der Reihenfolge erst dann Sinn, wenn wir die mit dem britischen Skeg gemacht haben. Ja. Hey, hier sind wir wieder. Ja. Wir könnten hier genauso gut den Part wieder beginnen und es würde niemandem auffallen. Ja. Finde den Riesenskeg. Dämonenjäger. Genau. Das wird eine relativ schnelle Mission sein. Ich kann es mir vorstellen. Das ist halt so, wie schon gesagt, die wird halt dadurch freigeschaltet, dass wir die eine Mission mit dem Friedensgeld gemacht haben. Yep. Und das finde ich halt irgendwo auch. Hallo? Gut. Autsch, das heißt, Tokino existiert nicht mehr. Hör ich das richtig? Nee, existiert noch, das ist die Mama. Ja, aber Skag, Muttern tun doch ihre Kinder fressen, dachte ich. Ja, im Normalfall schon, aber in dem Fall. Wir werden jetzt einfach mal aufpassen, ob wir vielleicht Tokino noch irgendwo finden. Bom. Hey, hier, da vorne. Nice. Also, Kommissionsschaden-Artefakt. Ha. Ja, Tokino lebt noch. Ah, der hat sich einfach totgestellt. Okay, dann würde uns jetzt. Nein, der. Ja? Der Skag kam vorhin aus einer von diesen Höhlen raus. Er hat sich also versteckt. Ah, okay. Dann würde uns jetzt nur noch eine Mission bleiben und zwar Terramorphos. Und irgendwas sagt mir, wir wollen die nicht aktuell machen. Genau. Okay. Dann lass uns mal nach Sanctuary gehen und uns nochmal neu ausrüsten, damit wir fürs DLC dann gut gerüstet sind. Mhm. Aber hatten wir Terramorphos nicht schon einmal besiegt? Oder war das nur ein Versuch gewesen? Das war ein Versuch gewesen. Und ich ärgere mich immer noch darüber, dass ich so ein cooles Thumbnail und so ein Fail verschwenden musste. Ja, das war miese Prise. Ja. Hattest du leichte Part 19 Vibes? Ja! So, du machst? Ja. Dann mal schauen, ob Dr. Sad vielleicht etwas Neues im Angebot hat. Ja, vielleicht hat er was. Vielleicht ein neues Schild. Naja, die ganzen Sachen sind so um den Dreh rum Level 30, also. Das kriege ich wieder hin. Skin habe ich auch schon. Sei vorsichtig. Ich habe schon eine Haut. Ich muss gleich daran denken, die richtige Taste zu benutzen, wenn ich mit Marcus rede. Und nicht die Granatentaste. Lance-Männer, ja. Achtung. Ich habe nur eine Frage, die ich euch allen stellen möchte. Ja. Eine Frage. Vor einigen Jahren waren wir 500. Heiter, aber die Zeiten sind vorbei. So froh ich auch bin, euch alle in Sanctuary zu sehen. Ich weiß, dass ihr nur hier seid, weil ihr keine andere Wahl hattet. Ich weiß, wie furchtbar es da draußen ist. Ich weiß, dass Jacks Armee wie ein Sandsturm über diesen Planeten hinweggefegt ist. Hat er gerade Jacks Armee gesagt? Als ich mich vor Jahren den Crimson Lance anschloss. Er hat schon Armee gesagt. Ich
Das hat sich richtig komisch angehört. Nicht selbst beschützen können. Aber ihr wisst so gut wie ich, es war eine Lüge. Aber dieser Kampf gegen Hyperion, der ist wahr. Wenn wir uns nicht verbünden, wenn wir diese Stadt nicht vor Jacks Armee beschützen können, dann sind wir erledigt. Oh, hier ist eine lilane SMG. Ich habe eine Frage. Seid ihr dabei? Die kaufe ich mir. Angebot des Tages. Nicht vorhanden, weil gekauft. Ausverkauf. Vielleicht weg. Warte mal, ich hab eine Waffe für dich tatsächlich, weil ich will mir die Pistole hier holen. Okay. Die möchte ich ungern verkaufen. Also. Außerdem eine Jacobs, damit bist du immer gut beraten. Yep. Das Looten beginnt. Eridium. Genau. Schon wieder. Erinnerst dich noch, wo ich mal erzählt habe, dass man Waschmaschinen Iridium findet? Genau. Ich habe in der Waschmaschine Iridium gefunden. Wie viel Iridium habe ich eigentlich? 15. Ja. Könnte ich mich glatt nochmal ein wenig damit boosten. Das klingt so, als wenn es eine Droge wäre. Ich booste mich nochmal damit. Ah. Irgendwie ungewohnt, dass du hier durchläufst und einfach gar keine Nebenmission mehr zur Verfügung hast. Ja. Wir waren sehr fleißig. Genau. Das heißt also, man kann festhalten, man braucht 65 Parts, um Borderlands 2 quasi durchzuspielen. Genau. Gut. Wie viele verschiedene DLCs bleiben uns jetzt noch? Hast du das zufällig im Kopf? Wenn ich jetzt schätzen würde, wären es 4. Was denkst du? Bevor wir uns diese Kammern an. Das könnte hinkommen. Hyperion muss ausgelöscht und unsere Gefallenen müssen getan. So, schaue ich noch einmal kurz. Jack ist vielleicht tot. Hier vorbei? Nicht vorbei. Noch lange nicht. Ich verstehe. Was denkst du? So. Ich dachte, ich hätte schon gesagt, dass ich die Kammerjagd übernehme. So, in was investiere ich denn jetzt? Mir würde noch ein Iridium fehlen. Na gut, dann investiere ich halt in SMG. So. Gut. Hast du noch was? Ja, König. Dann würde ich sagen, beginnen wir im nächsten Part mit dem DLC. Und bis dann. Bis dann. Ciao.